Na dann rein hier. Auf zur Schicht. Morgen, Kleiner. Guten Morgen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob er gut ist. Ich soll dir etwas ausrichten. Dr. Theobald möchte dich in seinem Büro sprechen. Und zwar noch vor deiner Schicht. Er sah nicht besonders glücklich aus. Was? Wieso? Das wird er dir schon gleich selbst sagen. Viel Glück, Kleiner. Oh je. Jetzt sein Büro wo? Hier auf der Etage, oder? Wahrscheinlich auf dieser. Die Tür ist abgeschlossen. Herr Heydrich ist wohl nicht da. Oh, wie ich befürchtet habe. Ah, da sind sie ja für die. Mia, Karl. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir haben alle viel zu tun, darum komme ich gleich zur Sache. Uns ist zu Ohren gekommen, was gestern Abend vorgefallen ist. Karl hat sich nun verteidigt. Das war eine Privatangelegenheit. Das sehen wir leider etwas anders. Privatangelegenheiten können sich auch auf ihren Beruf auswirken. Aber Dr. Theobald, sie war nicht dabei. Ich lasse doch diesen Mist nicht auf mir sitzen. Nur weil diese Bude hier auseinanderfällt. Es reicht. Ich habe mich bereits an diesem Morgen mit Dr. Kukoski und Herrn Heydrich ausgetauscht. Ich tue das nicht gerne, aber unter diesen derzeitigen Umständen muss ich Konsequenzen ziehen. Karl, Sie sind bis auf Weiteres beurlaubt. Bitte was? Ein bisschen Freiraum sollte Ihnen gut tun. Aber nun zu Ihnen, Mia und Finley. Bitte was? Wir haben da nicht mal mitgemacht. Ich spreche Ihnen ebenfalls eine Verwarnung aus. Diese wird Ihnen in den Akten vermerkt. Wie bitte? Aber ich habe mir mehr von Ihnen zwei erhofft. Noch am selben Tag hatten wir ausdrücklich darum gebeten, den Ball flach zu halten. Lernen Sie etwas daraus für Ihre Zukunft und für uns alle. Ich bitte Sie, ich möchte nicht gegen Sie arbeiten. Aber als Chefarzt hafte ich auch für die Auffälligkeit meiner Belegschaft. Und wenn sie eine oder mehrere Personen daneben benehmen, dann fällt das auf uns alle zurück. Und jetzt gehen Sie bitte zurück an die Arbeit. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Sir. Das war doch jetzt wirklich Dr. Theobald, ich. Bitte, Finny, ich mache das nicht gerne. Das müssen Sie mir glauben. Bitte gehen Sie nun an die Arbeit. Sie müssen für eine Weile auf Karl verzichten. Entsprechend wichtig ist, dass Sie Ihre Arbeit ordentlich tun. Das wird sich alles schon wieder beruhigen. Das verspreche ich Ihnen. Das war absolute Notwehr. Aus dem haben es die Wichser verdient. Verdammt. Das war Notwehr. Das ist nur verteidigt. Wie Heydrich über die Entscheidung denkt. Das ist zu unfair. Ja. Karl, ich. Schon gut, Kleiner. Das war eine Dummbatz-Aktion. Ist mir schon klar. Vielleicht tut mir der Kurzurlaub mal ganz gut, um runterzukommen. Um über ein paar Dinge nachzudenken. Tut mir nur leid, dass ich da mit reingezogen wurde. Ich finde, du hast nichts falsch gemacht. Das ist manchmal auch egal. Ich werde mich direkt verdrücken. Vielleicht gehe ich mal richtig ausgiebig frühstücken. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber kannst du mir einen Gefallen tun? Klar, was denn? Hab ein Auge auf unsere Station, ja. Wir sind eh schon zu wenige. Tut mir leid, dass ich jetzt die Last
noch mehr auf eure Schultern verteilen. Es wird schon gehen. Und dann kommst du super ausgeschlafen wieder zurück. Machen wir so. Ich melde mich später mal bei dir. Gerne. Na dann, frisch zur Arbeit. Ist Dr. Krakowski gar nicht da? Klar, sie ist doch so gut wie immer hier. Sie ist im Pausenraum. Dr. Krakowski verkriecht sich im Moment häufiger. Ich glaube, sie hat viel im Kopf. Danke dir, ich gehe mal zu ihr und beginne meine Schicht. Ja, mach das mal. Wo wart ihr überhaupt? Ich bin schon den ganzen Morgen hier am Rotieren. Wir hatten ein Gespräch mit Dr. Theobald. Wir müssen wohl erstmal für eine Weile auf Karl verzichten. Bitte was? Ist er etwa gefeuert worden? Nein, nein, aber er fällt ein paar Tage aus. Na tolle Wurst. Es hat mir gerade noch gefehlt. Dann verquatsche ich mich mal nicht. Noch mehr Zeit und mach mich an die Arbeit. Okay, bis später. Der Pausenraum war hier hinten irgendwo. Dr. Krakowski, Sie glauben nicht, was Dr. Theobald gesagt hat. Sie meinen, dass Karl beurlaubt wurde? Ja, genau, woher wissen Sie das? Ich bin davon ausgegangen, dass das Gespräch so enden würde. Das Thema kam heute Morgen im Orga-Gespräch auf. Mir wurde auch von den Vorfällen Gilberts berichtet. Es war offensichtlich, dass der Vorfall nicht konsequenzfrei bleiben kann. Nicht in diesen Tagen. Dr. Krakowski, ich muss das erklären. Sie müssen nichts erklären. Sie wissen ganz genau, wie ich darüber denke. Und Sie wissen auch, wie unüberlegt die Aktion in unserer jetzigen Situation war. Aber ich verstehe Sie. Und glauben Sie mir, jede Person hier kann das nachvollziehen. Den Frust, die kurze Zündschnur, die dünne Haut, alles nachvollziehbar. Ich befürworte dennoch die Entscheidung von Dr. Theobald. Es ist nicht die richtige Zeit, sich auf solche Provokationen einzulassen. Karl ist ein guter Pfleger, der beste, den wir haben. Will ich meinen. Umso wichtiger ist es, dass wir Karls Ausfall kompensieren. Konzentrieren Sie sich und machen Sie hier ordentlich Arbeit. Ich. Werde mir Mühe geben. Danke, Finny. Es ist eine erneute Chance für Sie, mir zu zeigen, was Sie drauf haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Schicht. Okay, zumindest nicht die Experten. Wie fühlst du dich? Nicht besonders gut. Ich habe Bauchschmerzen und ich bin nervös. Hätte ich vielleicht eingreifen sollen, gestern? Hätte ich wohl was sagen sollen? Du warst viel umsichtiger als wir. Du hast alles richtig gemacht. Ich werde mich richtig anstrengen. Wir bauen das zusammen aus. So ein PN-30 fliegt in Fledermaus. Liegt, nicht fliegt. Ah, da sind sie ja endlich. Ich muss dringend mal telefonieren. Ich hatte eigentlich schon vor 4 Minuten einen Termin mit meiner Kundin. Wenn ich sie noch länger warten lasse, dann hat das für mich große Konsequenzen. Wirklich, dieser Aufenthalt hier passt mir gerade so gar nicht. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Morgen. Sie sind Frau Gerlin, richtig? Sonja von Gerlin. Ganz genau. Sie sind gestern mit einigen Symptomen zu uns gekommen.
Möchten Sie mir noch mal in Ruhe erzählen, wie Sie sich fühlen? Schwindel, Herzrasen, Kopfschmerzen. Dieses Gefühl, in meinem schwarzen, tiefen Meer zu schwimmen, aber nie an das Ufer zu erreichen. Also, so wie immer. Sie kennen das sicher. Wie immer? Naja, fast. Letzte Tage hat das Gefühl zugenommen. Stechender Schmerz in der Brust. Momente, in denen ich nicht ganz wusste, wo ich bin oder ob ich wach bin. Ein Kollege hat mir mal geraten, mich mal durchchecken zu lassen, nachdem ich gestern zweimal ohnmächtig geworden bin. Haben Sie da vielleicht Tabletten, die Sie mir mitgeben können? Ich glaube nicht, dass wir Ihnen einfach Tabletten geben können. Und dann ist das Problem behoben. Lassen Sie mich das mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ist ja gut, aber bitte lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Oha. Oh Gott, schlecht. Ihr Herz schlägt außergewöhnlich schnell. Sie sollten sich zunächst ausruhen. Na gut, ich kann mir ausnahmsweise mal eine Stunde Pause. Geben Sie mir dann die Tabletten gleich mit oder muss ich noch bei der Apotheke vorbei? Sie sollten heute zur Beobachtung hier bleiben. Tut mir leid, ich bin gerade etwas abwesend. Was haben Sie gesagt? Sie müssen uns vorerst hier bleiben. Wir werden Ihnen erstmal ein paar Medikamente verabreichen und Sie beobachten. Bitte nehmen Sie die Medikamente dreimal täglich zum Essen. Also heute Mittag, heute Abend und im Zweifel morgen früh. Das wird schwierig. Ich esse morgens nichts. Dann sollten Sie morgen eine Ausnahme machen. Na schön. Also was sagten Sie? Zweimal täglich, korrekt? Drei. Tut mir leid, ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Zahlen waren immer leicht für mich. Gerade fällt mir noch nicht einmal meine Telefonnummer ein. Aber ich mache mir eine Erinnerung in den Kalender für die Tabletten. Die brauchen Sie nicht, wir machen das für Sie. Aber Sie müssen Stress vermeiden, hören Sie? Versuchen Sie abzuschalten. Nicht zu telefonieren. Und nicht arbeiten. Versuche es. Ob der nicht gleich abhaut. So, die 302. Das ist unser Ace-Freund. Oh. Na, ihr beiden, wie ist die Lage? Mir geht's super, Doc. Ich kann's kaum erwarten, hier rauszukommen. Yeah. Aber ich gehe nicht ohne Audi. Das kann ich verstehen, Rudi. Behalte ein bisschen Abstand, okay? Audi braucht immer noch Ruhe. Na klar, Doc. Wie geht's dir denn, Audi? Es geht schon. Ich konnte heute Nacht schon ein paar Stunden schlafen. Kann ich heute gehen? Ich will mit meinem Bruder. Mach ganz ruhig, Olli. Ich checke erstmal deine Werte, okay? Yeah. Okay, vergessen wir das mal wieder. Okay, immer davon. Dann immer davon. Rot und Blau, richtig. Und Grün, richtig. So soll das doch klappen, oder? Ja, sieht alles super aus. Das ist eine ganze Handvoll Tabletten, aber ja, passt. Und? Was sagen Sie, Doc?
Ist Olli wieder gesund? Noch nicht ganz. Oh. Aber auch bei dir haben wir die Bakterien jetzt unter Kontrolle. Aber jetzt, ab jetzt wird es dir schnell besser gehen. Puh. Wirklich? Ja. Und NATO gewinnt einfach mal so den Shigan-Kampf in Runde 2. Ja, gute Arbeit, Olli. Rudi, du sollst besser schon nach Hause gehen. Gönne deinem Bruder noch den Tag Ruhe. Klaro, gar kein Thema. Hast du gehört, Olli? Bald können wir wieder rausgehen und Spaß haben. Und nicht wieder giftige Sachen essen. Ja. Yeah. Ich ziehe mal weiter. Bis später, ihr beiden. Alles klar, Doc. Klar, Doc. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Lasst euch Zeit. Dann geht's zur alten. Hinter noch 3. Aha. Hallo? Ich grüße dich hart. Arbeiten damit, Brüder. Mit Mitbürger. Hallo, Karl. Ich wollte mal hören, wie es läuft. Ich kann halt nicht lange ohne euch. Alles in Ordnung soweit. Alle ein wenig angespannt. Ich bin auch gerade noch mitten in der Behandlung. Lass uns gerne mal in Ruhe sprechen. Das ist ein famoser Vorschlag. Ich sitze hier gerade und trinke gemütlich einen Kaffee. Und da ist mir die Lust nach einer Unternehmung gekommen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Wenn es dir zeitlich passt, triff mich nach der Arbeit beim Supermarkt. Im Supermarkt? Yep, dann notiere ich dir alles. Ich muss dann auch mal auflegen. Du weißt ja, viel zu tun und so. Hm. So, rein hier. Guten Tag, Irma. Es wird bald schneien. Pünktlich zum Winterschlaffest. Meinen Sie? Nein, ich weiß es. Das spüre ich in deinen Gliedern. So fühlt es sich immer an, wenn es beginnt zu schneien. So fühlt es sich der erste Tag des Winters an. Tut mir leid, ich bin heute etwas wehmütig. Meine nette Zimmerpartnerin wurde heute Morgen entlassen. Da fühlte ich mich gerade ein wenig einsam. Wie geht es Ihnen, Finley? Alles wie immer. Sie sehen berückt aus. Es ist nur der ganz normale Alltag. So, so. Ich könnte Sie mit einer kurzen Geschichte aufheitern. Wollen Sie mir nicht erstmal erzählen, wie es Ihnen heute geht? Ach, das hat Zeit. Hätten Sie ein paar Minuten? Ich bin ganz oben. Dafür muss immer Zeit sein. Das Wichtigste. Würden Sie sich vielleicht vorher eine Tasse Tee machen? Ein bisschen Zeit für Gemütlichkeit muss sein. Bei diesem Wetterchen. Danke, es geht schon. So, ich bin warm gelaufen. Nun gut. Lassen Sie mich kurz den Anfang finden. Ach ja, diese Geschichten. Großartig. Bevor der kleine Giano geboren wurde, bin ich viel herumgekommen. Stimmt, ihr habt ja so ein bisschen omihaft geredet. Als ich jung war, habe ich eine Ausbildung gemacht und hatte ein kleines Zimmer in Sandalwood. An einem schönen Frühlingsmorgen bin ich über einen kleinen, gemütlichen Flohmarkt geschlendert. Ich fand dort einen wunderschönen alten Globus. Ich habe ihn mir direkt gekauft. Ich habe ihn in mein Zimmer gestellt und habe mir etwas fest vorgenommen. Ich wollte jeden Ort auf diesem ganzen Globus im echten Leben besuchen. Also machte ich mich auf den Weg. Ich packte ein bisschen Kleidung ein. Ein kleiner Snack durfte natürlich auch nicht fehlen. Dazu mein Reisejournal und meine Reise festzuhalten. Und natürlich meine 2 Glückswürfel. Ich hatte damals nicht viel Geld, also kam es mir ganz gelegen, nur mit dem Nötigsten klarzukommen. An einem kühlen Frühlingsmorgen machte ich mich auf den Weg. Nach den ersten paar Ländergrenzen knurrte mir der Magen.
Ich hatte natürlich auch kein Geld mehr, aber ich hatte meine Glückswürfel dabei. Ich betrat ein luxuriöses Restaurant mit dem besten Essen des Landes. Die Inhaberin ließ sich auf ein Wette ein. Würfelte ich eine höhere Zahl als sie, ginge das Essen aufs Haus. Ich verlor. Ein ganzes Jahr musste ich für sie in der Küche schuften. Ebenso habe ich ihr meinen Glückswürfel versprochen. Nach einem Jahr harter Arbeit hatte ich mich im Restaurant zur Mitgeschäftsführerin hochgearbeitet. Meine Reise war aber noch nicht vorbei. Mehr als satt machte ich mich wieder auf den Weg. Geld brauchte ich nicht. Ich verließ mich auf meine Intuition und auf meine beiden Glückswürfel. Es war tiefster Winter und meine Schuhe waren nicht mehr ganz dicht. Es rief ich ein Taxi. Der Taxifahrer ließ sich auf eine Wette ein. Würfelte ich die gleiche Zahl wie er, dann würde er mich umsonst mitnehmen. Wohin ich nur wollte und wie lange ich nur wollte. Ich würfelte und ich verlor. Nun hatte ich einen neuen Chef. Sein Name war Gilbert. 2 Jahre habe ich die Leute durch das ganze Land gefahren. Leider konnte ich nur selten mit aussteigen. Es war eigentlich ziemlich schön, denn Gilbert und ich mochten uns sehr. Nach 2 Jahren lösten wir das Taxiunternehmen auf und er kam mit auf die Reise. Der zweite Glückswürfel hing immer am Rückspiegel meines Taxis. Nach 4 Reisen kamen wir in verträumte Städtchen namens Porcupine an. Ich hatte Geburtstag und wir wollten diesen Anlass in einer alten Taverne feiern. Wir hatten viel Spaß und es war eine lange Nacht. Der Kneipenwirt war alt und wir kamen ins Gespräch. Er ließ sich auf eine Wette ein. Würfelten wir mit unserem Glückswürfel 3-mal die gleiche Zahl, dann würde er uns diese alte Taverne überlassen. Im 3. Wurf fiel der Würfel jedoch vom Tisch. Gilbert wollte ihn aufheben und knallte dabei mit dem Hinterkopf gegen eine Lampe. Er hatte mehrere Wochen im St. Osdorf verbracht. Damals war das Krankenhaus noch ziemlich neu. Wissen Sie, als er wieder fit wurde, nahm er meine Hand. Wir schauten uns an und hatten beide den Gedanken. Wir wollten hier bleiben. In unserem kleinen Pulkbein. Für immer. Wir kratzten unser Schwarz zusammen. Wir arbeiteten hart. Und nach 3 Jahren hatten wir genug Geld, um die kleine Taverne zu kaufen. Ja, so war das. Man sollte sich nicht immer auf sein Glück verlassen, aber es tut nicht weh, es mal zu versuchen. Zumindest meistens nicht. Ich habe mir Mühe gegeben. Trotzdem war mein Lieblingsplatz gar nicht so weit weg. Was ist mit Ihnen? Was soll mit mir sein? Wo ist Ihr Lieblingsplatz? Das weiß ich noch nicht. Das macht gar nichts. Irgendwann werden Sie es wissen. Sie müssen aber noch Ihre Arbeit erledigen, nicht wahr? Was? Ja, klar. Ganz abgelegt. Okay. Dann rat nochmal wieder. Herz gibt's diesmal nicht. Müssen und Hells und Bull. Magen vielleicht. Ist das gewohnt, vielleicht falsch?
Okay. Drei richtige. Ach, verdammt. Kommt hier vielleicht der Fuß hin? Oh, was? Müssen wir gucken, hier vielleicht den Knochen. Das Gehirn. Das Auge war richtig hier an der Stelle. An einer anderen Stelle wird das Auge hier. Das Blut hier. Fuß war nicht mit drin. Der Magen. Okay, Blut ist richtig. Das schaffen wir jetzt hier nicht. Wechseln wir vielleicht mal die Knochen einfach mal. Und Auge. Zwei richtig. Na, verdammt. Die Fieber ist etwas zurückgegangen. Allerdings sind einige Symptome ausgeprägter als noch vor einigen Tagen. Muss ich mir Sorgen machen? Wir kriegen das hin. Ich spreche mal mit meiner Oberärztin. Bin so schlecht darum. Danke. Ich werde das Winterschlaf dieses Jahr verpassen. Habe ich recht? Tut mir leid, Irma. Ich habe gehofft, dass Sie bis dahin wieder fit sind. Aber die Entzündung ist hartnäckig. Schon in Ordnung. Und ich habe schon so viele Winterschlaffeste gehabt in meinem Leben. Da kommt es auf das eine nicht an. Aber sie gehen doch hoffentlich hin. Ja, ich habe morgen Nachtschicht. Ich werde wohl hier vorher hingehen. Das ist toll. Ist es Ihr erstes Winterschlaffest? Jep. Wow. Ich hoffe, Sie werden es in vollen Zügen genießen. Dürfte ich so frech sein und Sie um einen Gefallen bitten? Selbstverständlich. Mein Sohn Giano hat an diesem Tag immer 4 Millionen. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht eine Haselnusskerze mitbringen können. Die bekommt man nur hier und nur beim Winterschlaffest. Damit würden Sie mir eine große Freude machen. Wenn ich eine finde, bringe ich sie mit. Versprochen. Vielen Dank. Ich bin müde und Sie haben sicher viel zu tun. Viel Spaß morgen für mich. Wir sehen uns dann danach. Ruhen Sie sich aus. Haselnusskerze. Okay. Notiert. Dann nennen wir uns mal Pausenraum. Lief es heute? Ganz in Ordnung. Es ist zum Glück recht ruhig heute. Vielleicht liegt es am Winterschlaffest. Wie meinen Sie das? Morgen ist Winterschlaffest, das wissen Sie doch, oder? Und was hat das mit der Station zu tun? Ich kann es nicht genau erklären. Aber das Winterschlaffest ist wichtig für die Leute hier. Es beruhigt sie, es gibt ihnen Kraft. Es ist für einige Leute das wichtigste Tag, der wichtigste Tag im Jahr. Und jedes Jahr merkt man es an dem Zustand der kranken Person unserer Station. Diese Tage geht es ihnen irgendwie besser. Spannend. Es muss wirklich ein wichtiges Fest sein. Viele Leute sagen mir, dass sie sich schon darauf freuen. Sie haben morgen Nachtschicht. Gehen Sie also mal hin. Es könnte Ihnen gefallen. Ich gehe vor der Arbeit mal vorbei. Kommen Sie dann auch? Nein, ich habe leider keine Zeit. Und auch wenig Interesse. Tun Sie mir nur einen Gefallen und lassen Sie sich nicht auf irgendwelche Provokationen ein. Ein durchschnittliches B. Vielen Dank. Sie lassen sich trotzdem
trotz der Situation wenig ablenken. Weiter so. Da geht noch etwas mehr. Ich wünsche Ihnen morgen ein angenehmes Winterschlaffest. Wir sehen uns dann morgen Abend. Morgen Abend? Exakt, ich bin ebenfalls morgen in der Nacht hier. Also ruhen Sie sich etwas aus, damit Sie morgen voll einsatzfähig sind. Brauchen Sie sonst noch etwas heute? Und sich mal Irma anschauen. Sie meint froh, die Keimer. Ich habe Ihre Werte im Blick. Und ich werde nachher nochmal nach ihr sehen. Kommen Sie gut durch den Abend. Versuchen Sie, größere Unfälle zu vermeiden. Zwischen jetzt und morgen Nacht liegt ja genügend Stunden und Gelegenheiten für Sie. Naja. Thank you.